Jetzt haben wir die meisten eine Gas- oder eine Ölheizung installiert. Wenn man das jetzt mal direkt miteinander vergleicht, welche Vorteile bietet denn so eine Wärmepumpe gegenüber einer Gas- oder Ölheizung? Ja, also ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass im letzten Jahr nochmal viele Menschen tatsächlich sich für eine Öl- oder eine Gasheizung entschieden haben. Warum? Erstens, wie man im Englischen sagt, it's the devil you know. Also es ist tatsächlich, viele Menschen haben eben Jahrzehnte hinweg nur Öl- und Gasheizungen gekannt. In Deutschland, wenn man sich so die ganzen Heizungen anschaut in Deutschland, dann kann man sagen, 50% der Einfamilienhäuser heizen eben mit einer Gasheizung, 25% mit einer Ölheizung und die restlichen 25% verteilen sich dann eben. Und das heißt, man kennt Öl- und Gasheizung. Und dann gab es dieses Heizungsgesetz, was eben durch die Medien ging. Und die Menschen waren verunsichert und haben gesagt, okay, jetzt baue ich lieber nochmal Gas oder Öl ein. Die Frage ist natürlich, war das sinnvoll? War das die richtige Entscheidung? Weil wenn man sich eben für eine Heizung entscheidet, dann entscheidet man sich für die nächsten 20 Jahre, weil das ist ungefähr die Laufzeit. Ja. Kann auch länger gehen. Und die große Frage ist eben, ist es nicht so, dass vielleicht eine Gas- oder eine Ölheizung eher eine Kostenfalle ist in den nächsten Jahren? Nicht, was die Anschaffungskosten angeht, sondern was die Betriebskosten angeht. Und da weist auch das BMWK, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, darauf hin, in verschiedenen Pflichtbroschüren, mittlerweile jetzt auch beim Heizungswechsel, dass man eben aufpassen muss, welche Kosten einen auf einen dazukommen, wenn man eben jetzt nochmal auf die Öl- oder Gasheizung setzt. Und um da mal drei Dinge zu nennen, also das eine ist die Preisentwicklung, von der wir vorhin schon gesprochen haben, eben für die fossilen Energieträger wie Öl und Gas. Ja. Das kann schnell mal durch die Decke gehen. Das zweite Thema sind die vorhin angesprochenen CO2-Abgaben, die für fossile Energieträger eben anfallen. Und das dritte ist eben, dass ab 2029 auch sogenannte Gas- und Ölheizungen eben zunehmend mit Erneuerbaren betrieben werden müssen. Und auch dann wird es nochmal zu einem Preisanstieg kommen. Und deswegen, es reicht nicht, einfach nur zu schauen, was müsste man heute zahlen, sondern man muss die nächsten Jahre in gewisser Weise vorwegnehmen und an die denken. Ja, also kann man zusammenfassen, nicht nur die Anschaffungskosten eben sich anzugucken, sondern ganz besonders eben auch, was kommt auf die nächsten Jahre an Kosten auf mich zu. Ich glaube, da ist es noch wichtig zu sagen, also so eine Anschaffung einer Heizung, insbesondere einer Wärmepumpe, ist eine der größten Investitionen, die man als Hausbesitzer eben tätigt. Man hat das Haus, danach hat man vielleicht das Auto oder vielleicht kommt da auch schon die Wärmepumpe. Es sind hohe Anschaffungskosten und es ist eine Anschaffung für die nächsten 20 Jahre. Also macht es wirklich Sinn, sich da vernünftig zu informieren und auch nicht nur den Heizungsinstallateur um die Ecke einmal zu fragen, der vielleicht jetzt doch noch nicht die Erfahrung gesammelt hat mit der Wärmepumpe. Also da wirklich vielleicht auch verschiedene Angebote einzuholen und auch alle Informationen, die auch von zentralen Organisationen wie dem BMWK zur Verfügung gestellt werden, dass man sich die wirklich anschaut und sich damit beschäftigt.